Hallo und moin moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute haben wir einen Herrn eingeladen, der wollte eigentlich aufhören. Der hat ein Geschäft gehabt, 40 Jahre, der wollte aufhören. Da hat er sich das doch überlegt. Er hat gesagt, ich kann eigentlich gar nicht ohne. Ich kenne so viele Leute und so viele Menschen, die auch so ein bisschen auf mich angewiesen sind. Und das hat er jetzt, wie gesagt, sich überlegt. Und nun macht er weiter und ich bin froh, dass er sich mal kurz Zeit genommen hat, um zu mir zu kommen. Ich begrüße ihn ganz herzlich, Günter Keller. Günter. Hallo Gerd. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und es ist fast so, wie du das gesagt hast. Aber ja. Da können wir ja noch mal drauf eingehen. Ganz genau, so ist es, richtig. Günter, du wolltest erst und dann doch nicht. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, weiterzumachen? Es ist so gewesen, dass ich nach etwa 40-jähriger Tätigkeit gesagt habe, okay, eine Sache könnte ich abgeben. Ich mache mehrere Dinge, da können wir auch gleich noch mal drüber reden. Und eine Sache wäre gewesen, mein Fachgeschäft in die Hände meiner Mitarbeiter zu geben. Das war mein großer Wunsch. Somit wäre das Geschäft eben erhalten geblieben. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hätte ich dann noch sogar kostenfrei für die Jungs weiter mitgearbeitet. Und das wurde angestrebt. Und wir haben auch alles getan, dass das klappen konnte. Die beiden Mitarbeiter haben sich bemüht, Geld zu kriegen. Das ging dann über die Hausbank zur Investitionsbank. Und die Investitionsbank bekam sogar eine Prognose, die so sehr positiv ausgefallen ist. Schließlich habe ich meinen bescheidenen Wohlstand auch durch dieses Geschäft erreichen können. Und all dieweil sie aber keine Eigenmittel hatten und auch keine Bürgen, kam ein Dreizeiler von der Investitionsbank, wir können Ihre Wünsche nicht begleiten. Und jetzt passierte das, was dazu beigetragen hat, dass ich heute weitermache. Ich habe in meinen eigenen Räumen natürlich immer Musikunterricht gegeben. Und ich arbeite mit einem Sachverständigenbüro in meinen eigenen Räumen, nämlich Sachverständiger, öffentlich Bestellter der IHK Kiel für Musikinstrumente. Diesen Job werde ich die nächsten 5 Jahre noch ausüben. Aus den Gründen habe ich gesagt, gut, dann kann ich auch noch weiter ein paar Menschen glücklich machen mit meinen Reparaturen und mit meinen Kleinverkäufen. Eine gute Entscheidung, ne? Möchte ich sagen, ja. Ja, okay. Günter, du bist, wie gesagt, wie lange bist du jetzt hier im Norden? Du hast ja den Norden jetzt langsam mal lieben gelernt. Aber wie du dazu gekommen bist, da kommen wir ja noch drauf. Richtig. Aber seit 40 Jahren bist du jetzt hier in Kiel, ist das richtig? Das ist richtig. Ich bin seit 50 Jahren jetzt kaufmännisch und handwerklich tätig in Norddeutschland. Davon sind 10 Jahre in Flensburg gewesen und 40 Jahre oder 39 Jahre, ich will nicht übertreiben, hier in Kiel. Du bist geboren in Bochum? Nein. Nicht? Ich bin geboren in Lüdenscheid. In Lüdenscheid? Ja. Das ist der Mann in der Badewanne, nicht? Ja, genau. Lüdenscheid. Wie komme ich auf Bochum? Habe ich aber irgendwo gelesen in Bochum? Ja, ich bin in Bochum groß geworden. Ach, groß geworden. Das heißt, mein Vater, der war Bergmann unter Tage und der hatte seinen Arbeitsbereich dann in Bochum und so sind wir nach Bochum gezogen. Ja. Als kleiner Junge bin ich dann also in die Grundschule gekommen in Bochum. Das in Bochum. Ist korrekt. Aha. Ja. Dann kam etwas ganz Besonderes für dich, was auch dein Leben so ein bisschen nachher in eine Richtung gebracht hat. Du warst verschickt ins Allgäu. Richtig. Und da ist da irgendwas passiert, ne? Sozial schwache Familie, mein Vater armer Bergmann. Bisschen unterernährt gab es die sogenannten Erholungsverschickungen damals. Ja. Und unter anderem bin ich dann mit etwa 6 Jahren verschickt worden nach Heimenkirch in den Allgäu. Ein großes Kinderheim. Mhm. Und das ging dann über 12 Wochen, wo wir auf gut Deutsch gesagt, aufgepäppelt wurden. Ja. Sehr viel Milchsuppen und ganz viel Käse und gute Nahrung. Und man sollte also mindestens doppelt so stabil wiederkommen, wie man hingefahren ist. Und dort gab es natürlich auch wunderbare Spielräume, unter anderem auch Musikinstrumente, die ich eigentlich vorher in meinem Leben kaum gekannt habe, weil wir
nie die Mittel dazu hatten. Und so habe ich also mein Lieblingsinstrument dort unten kennengelernt, das Akkordeon. Ich konnte gar nichts damit anfangen, aber aus Herne, also dem benachbarten Stadt von Bochum, war ein junger Mann dort unten mit mir. Und der kam mit den Grundzügen und den Möglichkeiten eines Akkordeons schon zurecht und zeigte mir dann die Handhabung mit dem Ergebnis, dass ich also jeden Tag diesem Instrument mehr verfallen bin und letztendlich innerhalb weniger Tage ihn aufgeholt hatte und ich ihm eher was zeigen konnte als er mir. Naturtalent. Und dann kam etwas ganz Wichtiges. Ich habe natürlich einen Brief nach Hause geschrieben, voller Enthusiasmus, und habe meinen Eltern geschrieben, ich habe so etwas Fantastisches kennengelernt und lieben gelernt, dass ich wirklich den größten Wunsch meines Lebens hätte, so ein Instrument zu besitzen. Ja. Und was du dann auch bekommen hast? Ich bin nach Hause gekommen, man hat mich vom Bahnhof abgeholt, ich bin zu Hause in die Wohnstube gekommen und es stand ein Akkordeon auf dem Tisch. Ach, wie schön. Ah, das war ja Überraschung hoch drei, ne? Einfach wunderbar, ja. Glaube ich, ja. Kann ich sagen. Okay, du hast dann aber auch noch weitere Instrumente. Du warst natürlich voller Begeisterung, aber für dich kamen dann auch noch andere Instrumente dran, ne? Richtig. Was war das denn? Das ist alles natürlich von dem Akkordeon ausgekommen. Ich habe mit anderen Kindern musiziert. Wir haben in der Schule musiziert. Ich konnte ja jetzt ein Tasteninstrument spielen. Ja. Großartig, wurde immer gebraucht. Und andere Kinder spielten Gitarre oder sie haben eine Trompete geblasen. Und ich wollte ja grundsätzlich überall mal ran. Ich wollte ja mal gucken, wie funktioniert das, wie geht jenes. Das ging los über die Nasenflöte bis zum Kazoo. Alles musste ich einmal probieren. Ja. Und ja, so kam es dann natürlich, dass ich innerhalb einer gewissen Zeit die Struktur der Musik erkannt habe und dann auch gewusst habe, meine Güte, wenn ich das tue, wenn ich irgendetwas verkürze oder irgendetwas fester anblase, dann passiert etwas Besonderes und das ist Musik. Wunderbar. Und so habe ich dann also auch gerne mal Schlagzeug gespielt oder ich habe mich mal an die Gitarre gesetzt. Großartig. Schön. Okay, nach deiner Schule begannst du eine Lehre. Wo und was? Ja, es war ein technischer Beruf, der so ein bisschen aufgeteilt war. Es war ein Musikhaus. Es ging um den technischen Kaufmann, der beinhaltete die Grundzüge des Handzugsinstrumententums und des Kaufmanns. Es war also eine Parallele. Ja. So bin ich dann also ausgebildet worden in Reparaturtätigkeiten im Handzugsinstrumentenwesen. Und ich bin ausgebildet worden, als Kaufmann eben zu agieren. Und diese Lehre habe ich dann auch 1967 abgeschlossen bei der Industrie- und Handelskammer in Bochum. Jetzt kam die Liebe zum Meer. Richtig. Also das heißt Marine. Das war ja damals, wurdest du eingezogen. Du wolltest unbedingt zur Marine. Ja. Hast es auch geschafft. Aber du hast dort etwas ganz Fürchterliches erlebt bei der Marine, dass Richtig. Du bald gar nicht im Norden geblieben wärst. Erzähl doch mal. Ja, vielleicht noch etwas davor. Ich bin grundsätzlich ja als Hobby oder Musik als Hobby bin ich an die Funkerei gekommen. Mein Vater war im Krieg Funker und Funken hat ja etwas mit Musik zu tun. Ne, diese entsprechende Morsezeichen, das hatte ich also ganz klar und schnell drauf. Und wir haben uns dann immer Leitungen gelegt von einem Raum in den anderen und haben uns gegenseitig was zugemorst. Und dieses Morsen machte mir also fantastisch Spaß und war für mich auch kein Problem. Es war ja ein Takt, es war ein Rhythmus. Ja? Und so habe ich mich dann beworben zur Marine hin als Funker. Und da gab es dann ja auch so eine Prüfung, ob man dafür geeignet ist. Und diese Prüfung fand in Wilhelmshaven statt. Da wurde ich dann eingeladen, 3 Tage sämtliche Tests zu bestehen, von Sport bis medizinisch und die Eignung, wo könnte man diesen Menschen einsetzen. Ja.
Und da kriegte ich dann aber auch gleich etwas zu erfahren, was mich fast dazu bewogen hat, überhaupt nicht zur Marine zu gehen. Genau das meine ich. Ja, und das kann ich also sagen, es war nicht so ein gutes Wetter, es war im Herbst. Und ich bin ja jetzt so gefahren, dass ich dann auch noch einen Tag zur Verfügung hatte in Wilhelmshaven. Ich war ja nun Binnenländer, habe nie das Meer gesehen, dass ich unbedingt nach Helgoland fahren wollte. So, und es war schon fraglich, ob das Schiff von Wilhelmshaven nach Helgoland fuhr, weil das Wetter so schlecht war. Und dann hatte man in letzter Konsequenz dann doch gesagt, okay, wir legen ab, wir fahren hin. Schon im Vorwege wurden Tüten verteilt und ich habe gelacht am Anfang. Ne? Wilhelmshaven rauszufahren, das war alles schön ruhig, der Jadebusen war gemäßigt. Und da habe ich gedacht, was haben die Leute bloß? Das ist doch wunderbar, das ist doch herrlich. Und als wir dann aus dem Jadebusen rauskamen und dann so ein bisschen Richtung Nordsee innen, dann kriegten wir aber ordentlich einen vom Stiefel. Der war dann auch bei mir alles dabei. Ja. Die Tüte habe ich sehr heftig gebraucht. Glaube ich gerne. Und ich habe mich dann hinterher gefragt, ob das mein Arbeitsbereich werden sollte. Ich war mir nicht mehr so ganz sicher. Aber du bist trotzdem 4 Jahre dabei geblieben. Ja. Und nach den 4 Jahren, was hast du dann gemacht? Nach den 4 Jahren bin ich auf Kosten der Bundeswehr ein Jahr in die Ausbildung gegangen als Instrumentenmacher und auch zum Konservatorium nach Hamburg, habe Musik studiert. Mit dem Ziel, eben kaufmännisch das einzusetzen. Sprich, ich war immer daran interessiert, Musikinstrumente zu vermarkten und nebenbei als Musiker zu arbeiten. Du hast auch in vielen Bands gespielt, aber du hast zusätzlich noch einen Beruf gemacht und da irgendwas mit Metallblasinstrumenten. Was war? Ja, das war dann während meiner Zeit, als ich in Flensburg anfing zu arbeiten. Ich war dann von der Marine weg. Hab dann wieder einen Job gesucht, habe einen Posten in Flensburg bekommen, den ich mehr oder weniger in Teilzeit ausgeübt habe. Und den zweiten Teil habe ich verwandt, um eben mir noch ein bisschen Geld zu verdienen als Musiklehrer. Und ich bin bei Arthur Pedersen, das war ein alter Instrumentenbauer, bin ich so ein bisschen in die Lehre gegangen und habe die Grundzüge des Metallblasinstrumentenbaus gelernt. Was dazu beigetragen hat, dass ich dann bei Musikhaus Becker als Geschäftsführer hinterher natürlich unendlich lange Arbeitszeiten hatte, weil Reparaturen wurden grundsätzlich nach der normalen Tätigkeit als Kaufmann durchgeführt. Und ich mir schon damals gedacht habe, so geht's auf die Dauer nicht weiter. Gut, okay, du hattest natürlich dann sehr, sehr viele Ausbildungen, die du ja auch gerne gemacht hast, also gut bestanden hast. Hinzu kamen noch deine Tätigkeiten, die ja auch so ein bisschen schon höher angesiedelt waren. Dann kommt natürlich der Gedanke, so, jetzt mache ich mich selbstständig. Ja. Wo kam das und wo bist du damit angefangen? Das ist auch eine lustige Sache. Mein damaliger Chef war schon über 70 Jahre alt und er hat den Laden eigentlich nur behalten, weil er 2 wesentliche Stunden am Tag hatte. Er kam morgens und schloss den Laden auf, begrüßte uns alle, trank seinen Kaffee, las seine Zeitung, ging dann in der Regel nach Hause, kam dann abends kurz vor Feierabend wieder und kassierte die Kasse, rechnete die Kasse mit uns ab und wir gingen dann nach Hause, beziehungsweise ich habe dann in der Regel noch Instrumente repariert oder habe andere Tätigkeiten ausgeübt, weil damals wurde viel auf Teilzahlung verkauft. Und wenn einer nicht bezahlt hatte, dann mussten die Mitarbeiter der Firma natürlich da noch mal anklopfen bei den Leuten und darum bitten, dass doch mal wieder die Rate bezahlt wird. Das sind alles noch Tätigkeiten gewesen, die dazu beigetragen haben, dass dieses ganze Geschäft mit insgesamt gut 12 Mitarbeitern eine große Herausforderung war. Und das haben Vertreter gesehen, die mich belieferten. Und diese Vertreter, die haben mich dann irgendwann mal angesprochen, sag mal, du machst sowieso alles hier und warum machst du dich nicht selbstständig? Warum arbeitest du für jemand anders?
Und so kam es, dass mir dann zugetragen worden ist, dass in Kiel ein gestandenes Fachgeschäft, wirklich mit sehr, sehr gutem Ruf, ja, plötzlich zur Verfügung stand und ich konnte dieses Fachgeschäft kaufen. Hab mich dann bemüht darum und wie du weißt, ja, wir kennen ja die ganze Sache. Hat es auch geklappt. Ja. Okay. Ja, Dörfler und dann Jens Töhl und dann du und das seit 40 Jahren schon. Du hast ja natürlich auch dir einen guten Namen gemacht in Kiel. Und wir haben ja auch sehr, sehr viele Schiffe hier, wo auch internationale Bands gespielt haben. Was waren so für dich so die größten Berühmtheiten, die bei dir im Laden waren? Oh, es waren ganz viele Leute bei mir. Das ist jetzt ganz schwer. Spencer David zum Beispiel. Ja. Dann war Vico Toriani bei mir. Yeah. Mit ihm bin ich in Flensburg beispielsweise spazieren gegangen, habe ihm das Deutsche Haus gezeigt und so ein bisschen norddeutschen Klönschnack gemacht. Karel Gott ist da gewesen. Frank Bremser ist ein guter Freund von mir, von RSH. Yeah, yeah. Auch eine lustige Geschichte. Ich bin ja noch nebenbei Schwimmlehrer bei der Volkshochschule Molfsee und auch einer der Vorsitzenden oder stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft hier in Kiel. Und in diesem Amt habe ich dann die beiden Kinder von Frank Bremser unterrichtet. Und zur Freude der Mütter damals in Molfsee, das ist eine kleine süße Halle in der Eidertalschule, ist dann Frank Bremser sogar mal mit ins Wasser gekommen. Das war also auch eine ganz lustige Geschichte. Ja, so hab ich viele Menschen kennengelernt. Ja. Der NDR hat ganz viel mit mir gemacht. Man hat Instrumente ausgeliehen für die großen Abendshows in den Hallen, Kieler Ostseehalle, hieß sie damals noch. Ja, für mich heißt sie immer noch Ostseehalle. Großartig, für mich ja, auch. Gibt's gar nicht, geht kein Weg dabei. Das ist wie das Volksparkstadion in Hamburg. Ja, ganz genau, das ist Gott sei Dank schon wieder heiß. Ne? Ja. Ja. Gut, okay, du hast ja natürlich dann auch deutschlandweite Bekanntschaft erworben. Ja. Durch deine Tätigkeit mit diesen vielen Leuten oder war das natürlich auch durch... Ja, ich glaube primär eben als Kaufmann. Ich bin als Kaufmann wirklich erfolgreich gewesen. Und so gab es Firmen, große internationale Firmen, die... einen sogenannten Kernhändlerstab gebildet haben von den besten Kaufleuten, die im deutschsprachigen europäischen Bereich zu finden waren. Und so lernte man sich natürlich kennen. Die großen, die bekannten Leute in Kiel lernten sich kennen, weil wir jedes Vierteljahr ein Meeting machten in diesem Kernhändlerverbund. Und wir auch zum Teil dann große Reisen gemacht haben. Wir wurden eingeladen von den großen Firmen nach Japan, die Produktion zu sehen beispielsweise, nach China zu fahren, nach Amerika zu kommen. Und so haben wir uns kennengelernt und auch schätzen gelernt. Bis heute sind das noch große Vorteile, die ich dadurch habe. Dann natürlich durch einen weiteren Vorgang. 1990 wurde ich ja öffentlich bestellter Vereidigter Sachverständiger für Musikinstrumente. Und in diesem Amt gab es unendlich viel zu tun, weil ich der Einzige im pluralen Begriff Musikinstrumente war, bekam ich natürlich unendlich viele Problemfälle auf den Tisch. Von den Gerichten, aber auch als Haftpflichtschäden. Und so ging es dann oft gegen Kollegen oder mit Kollegen, je nachdem, wie sich so etwas entwickelt hat. Und dadurch haben mich natürlich viele Kollegen kennengelernt und hoffentlich auch schätzen, manche vielleicht auch nicht, aber es muss eben so sein, wie es ist. Ganz genau. So, neben deinem kleinen Geschäft, sag ich jetzt mal, weil ich kenne das ja auch, ich habe dich auch schon besucht, das ist ja schön klein und gemütlich und übersichtlich zumindest für dich, hast du ja auch noch andere Tätigkeiten. Also über die Schwimmerei haben wir schon gesprochen. Was ist da noch irgendwas oder ist es das Einzige? Ich bin als Musiklehrer tätig, ich bin also leidenschaftlicher Akkordeonlehrer. Ich mache ja die gesamten Handzugsinstrumente auch mit einem sehr netten Kollegen. Wir arbeiten da sehr eng zusammen. Und der Bedarf ist sehr groß, weil wir im Grunde der einzige Betrieb sind in Schleswig-Holstein, der das anbietet. Mhm. Und das füllt auch wirklich sehr, sehr viel Zeit bei mir. Ne?
Wirst du als Sachverständiger oft angefordert und musst auch Gutachten erstellen? Ja, es ist viel zu viel Arbeit in der Zwischenzeit geworden. Das heißt also, ich schreibe zwischen 50 und 60 Gutachten im Jahr, wobei die natürlich verschieden ausschweifend sind. Es gibt Kurzgutachten, aber es gibt auch ganz große Fälle dann bei den Gerichten, bei den Landgerichten, Amtsgerichten, wo es dann wirklich schon heißt, du brauchst Stunden, um erstmal die Akte durchzulesen und dann auch entsprechend da Stellung zu beziehen. Ja, ja. Oder du musst eben sogar hinfahren zu den Verhandlungen. Das heißt, du wirst geladen zu den öffentlichen Verhandlungen und da geht es dann mal nach Süddeutschland oder nach Dresden oder nach Berlin und das füllt natürlich auch sehr viel Zeit aus. Ja. Du hast aber auch eine Tätigkeit beim DLRG, nicht? Ja, ich bin, wie gesagt, stellvertretender Vorsitzender der DLRG im Moment noch in Kiel. Ja. Und in dem Amt gebe ich also Kindern Unterricht. Ich habe jede Woche 65 Kinder der Volkshochschule Molfsee, die ich unterrichte, von 5 bis 10 Jahre alt. Die ganzen Jugendschwimmpässe werden dort unterrichtet und abgenommen. Dann gebe ich jeden Montagabend in der Unihalle, in der Unischwimmhalle, Unterricht für Erwachsene, und zwar für Erwachsene, die Probleme hatten im früheren Leben mit dem Wasser, die Phobien haben, die Tiefenängste haben, die einfach Wasserängste haben. Die möchte ich immer abbauen, sodass Menschen positiv zum Wasser eingestellt sind. Und da habe ich auch sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht. Das älteste Schülerpärchen war ein Ehepaar mit 83 und 84 Jahren, die ihr ganzes Leben lang nicht schwimmen konnten die in dem hohen Alter dann noch schwimmen gelernt haben. Das ist toll. War ich auch sehr, sehr glücklich. Ja. Schöne Erlebnisse. Ja. Ja, du machst doch sehr viel nebenbei. Du bist ein viel beschäftigter Mann, trotzdem immer noch. Aber du bist ja, wenn du nicht in deinem Laden machst, legst du ab oder hast du noch einen Mitarbeiter? Ich habe einmal in der Woche meine ehemalige Buchhalterin, die dann noch so entsprechend meine buchhalterischen Arbeiten erledigt. Und ich habe zwei Handwerker, die nach wie vor mit mir reparieren. In der Regel muss ich ganz fair sagen, ich schaffe es kaum noch viel selber zu machen. Aber die beiden sind wirklich absolute Spitzenklasse als Handwerker und bekommen von mir dann die Aufträge zugestellt, zu erledigen, was zu erledigen ist. Und wenn es eben in defizile Dinge, in schwierige Sachen geht, dann mache ich die Vorberatung. Und ja, das Handwerk läuft bei uns noch sehr gut. Das glaube ich gerne, ja, das glaube ich. Musiker gibt es immer noch und immer mehr. Ich liebe alle Musiker. Ja, das glaube ich. Günther, viel beschäftigter Mann, habe ich es gerade gesagt. Gibt es bei so einem Mann, der so viel zu tun hat, gibt es da auch noch Zeit für ein Hobby? Ja, mein Hobby ist mein Beruf. Ich bin leidenschaftlicher Musiker. Wenn ich mal keine Kunden habe und nichts zu tun habe, setze ich mich hin und hole mir irgendwelche schwierigen Noten raus und übe auch selber noch. Ja. Ich weiß, dass man als Musiker nie fertig wird. Das ist das Schönste, was es gibt. Das ist ein Hobby, wo ich nie sagen kann, jetzt habe ich es geschafft. Sondern Herausforderung bis in alle Ewigkeit. Immer wieder neu. Immer wieder neu, ja. Und dann habe ich natürlich ein großes Hobby, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ich bin leidenschaftlicher Segler. Oh. Das heißt, das ist auch das, was ich mir vorstellen kann, in Zukunft mit meinen dänischen Freunden noch viele schöne Segeltouren zu machen. Schön. Eigenes Boot? Kein eigenes Boot, aber ich habe einen Freund in Dänemark, der eine große Dela hat und wir sind sehr, sehr gerne unterwegs. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Ja. Aber das ist auch zeitaufwendig dann, nicht? Sonst lohnt sich ja nicht so ein, zwei Tage mal, sondern dann muss es doch schon eine Woche oder damit das dann auch Spaß macht, ne? Ja. Gerd, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich dann auch sagen könnte, wenn ich mal weg will oder ich habe mal keine Lust, dann mache ich mir einen Zettel vorne in die Tür und da steht dann drauf, wegen Lustlosigkeit heute geschlossen. Tatsächlich. Richtig. Das muss ich mir mal angucken. Ja, Günther, das ist doch schön. Du hast ja eine ganze Menge erzählt, was wir ja auch wollten von dir. Haben wir sehr, sehr viel gehört.
Jetzt kommen wir aber zum Schluss und das ist immer so meine letzte Frage. Gibt es ein Highlight? Ich meine, du hast sehr, sehr viel erlebt, aber es gibt doch sicherlich irgendwas, wo du sagst, weißt du was, das war eine tolle Sache, da denke ich gerne mal dran zurück. Ein Highlight hat es in meinem Leben dahingehend gegeben, ich habe eine Bootsfahrt hinter mich gebracht, die mir gezeigt hat, wie sehr ich an meinem Leben hänge. Ich habe eine ganz schlimme Fahrt gemacht, damals von Cherbourg zurück in den Jadebusen nach Wilhelmshaven mit einem Schneesturm und etwa 26 Grad minus Kälte. Sämtliche Dinge an unserem Schiff waren eingefroren, das Radar lief nicht mehr, die Antennen waren dick wie Stempel, weil jedes Spritzwasser sofort gefror. Oberdeck war gar nicht mehr begehbar und wir sind also, du kannst sagen, wirklich in letzter Sekunde diesem schlimmen Wetter entwichen. Ja. Und wir haben alleine 3 Tage gebraucht, das Schiff von Eis zu befreien. Das ging also los, wirklich mit Hämmern alles abzuschlagen. Damals habe ich gemerkt, wie sehr ich an meinem Leben hänge und wie sehr ich dankbar sein muss für alles, was mir geschenkt worden ist. Und es gibt nichts Größeres als eine solche Erkenntnis. Schönes Abschlusswort. Danke. Wunderbares Abschlusswort. Danke. Ja, Highlights müssen nicht mehr positiv sein. Dieses war ja nur negativ. Und auch positiv, dass ihr davon gekommen seid. Aber das ist natürlich etwas, wo man sehr, sehr oft... Für meine Lebenseinstellung. Nicht? Ganz genau so ist das. Günther, ich danke dir, dass du bei mir warst. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute für deinen kleinen Laden. Dankeschön. Und mach noch was draus, aber nicht ganz so lange. Ne? Noch 5 Jahre. Ich lade dich ein. Du, freue ich mich drauf. Gerd, dankeschön für die Einladung. Gern geschehen. Danke. Alles, alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Ne? Danke dir auch. Gerne, dankeschön. So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder auf dem gelben Sofa. Nettes Gespräch mit Günther Keller. Und in der nächsten Woche haben wir auch einen Musiker, der aber Lehrer war bis vor kurzem und der sehr viel Musikunterricht gemacht hat, obwohl er gar kein Musiklehrer war. Das ist eine ganz interessante Sache. Der Mann, der heißt Lothar Kürsen, der wohnt in Hasse und der hat eine ganze Menge zu erzählen. Der singt hier auch ein Stück, was er selbst komponiert hat. Also eine ganz lustige und eine ganz fröhliche Angelegenheit. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind und sage bis dahin Tschüss und schönen Dank. Yeah. Yes, we run.